Guten Morgen zusammen zu Vlog 158. Ein trauriger Tag heute. Heute ist der 15.11. Die Gütesaison ist beendet. Viel Spaß bei diesem Vlog ohne das schlimme S-Wort. Viel Spaß! So, guten Morgen. Es ist November, aber es ist noch eigentlich warm genug, um im T-Shirt rumzulaufen und sich ein bisschen abzuhärten. Also, das bringt doch nichts. So, jetzt müssen wir mal Milch in Sicherheit bringen. Das ist die Mitarbeitermilch. Die trinkt der Chef immer selber. Da bist du schon wieder drin, du alter Lump. Hä? Schätzchen, was machst du? Ich sitze hier am Computer. Im Büro verzweifeln? Ja, der Mike hat ein Problem unten am Server. Warum? Kannst du mal unterschauen, ob der irgendwo Hilfe braucht. Montag. Montag ist. Na Hund. Na Hund. So, ich bin gerade am Heimweg, ey, am Schlepper mit Mütze und volle Ausstattung. Es kann nur eines heißen, die Tür ist noch nicht drin. Ich weiß gerade, Säge bei Hoffmann. Sägespende holen. Eigentlich, müsst ihr euch mal den Betrieb mal vorstellen, ich frage Felix mal, ob wir das mal machen können. Mega interessant eigentlich. Sägewerk, ein altes Sägewerk, hat aber 20 Mitarbeiter. Also Felix, ich weiß ja jetzt, dass du die Videos schaust. Grüße. Eigentlich müsste man den Betrieb mal mit Kamera anschauen. Also mega interessant. Genau, das nur als kurzer Zwischenbericht. Wir probieren in meinem Kompostschrank aus, ob das noch ein bisschen anders wird, trockener wird, besser wird, was weiß ich. Werden wir sehen. Und dann berichte ich euch. Alter Schwede, was ist denn heute los? Rote Welle oder was? Ich bin es einfach nicht mehr gewöhnt zu fahren. Das schick's eben einfach. Genau. Also dann, bis gleich im Stall.
weiß hier gar nicht, wo ich das letzte Mal gefilmt habe. Ich habe die Woche so wenig gefilmt. Weil jetzt zwei Tage mal so ein wenig out of order war. Wo setze ich jetzt da wieder an? Verdammt! Ich glaube, das letzte, was wir gefilmt haben, ist, dass ich Sägespäne geholt habe am Montag. Jetzt haben wir schon wieder Donnerstag. Meine Güte, diese Woche, die rennt und rennt und rennt. Und ich meine, da wo ich die Sägespäne eingestrahlt habe, ist es fast ein bisschen besser. Vom Kompost her, und es dampft ein bisschen mehr. Und es arbeitet sich ein bisschen schöner. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck. So, ein bisschen. Also, diese Woche gibt es ein extrem kurzes Video. Wie schon gesagt, ich hatte eigentlich nur Büro und so wegen Schreibtischkram. Und die Woche war so ein bisschen Nachdenkwoche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann viele Sachen, die so aktuell abgehen draußen, einfach nicht verstehen. Also, wenn ich so ein Unternehmen führen würde, dann wäre ich pleite oder auf dem schnellsten Weg dahin. Wenn ich als Unternehmer Fehler mache, dann muss ich irgendwann schauen, muss ich sie mir irgendwann eingestehen und muss dann, na komm, halt, das haben wir gar nicht, so, passt, dann muss ich irgendwann erkennen, jawohl, ich habe einen Fehler gemacht, und dann werde ich versuchen, ihn auszubügeln und es zu ändern. Das, was aktuell so abgeht, also ob es Corona Politik ist, da lasse ich mich gar nicht drüber aus. Nur so im Angang, wie es jetzt um die Intensivbelegungen und die Intensivstationen steht. Wenn ich so eine Pandemie habe und das erkenne, das haben wir ja 2020 schon erkannt, dann weiß ich nicht, wie ich in der gleichen Zeit Betten abbauen kann. Gut, die Krankenhäuser müssen die abbauen, weil zu wenig Leute da sind. Aber jetzt muss ich mir doch überlegen, wenn ich so wenig Leute habe, die in Intensivpflege wollen, warum habe ich so wenig Leute? Kann ich nicht verstehen. Dann muss ich die halt ein bisschen besser behandeln. Und vielleicht kann ich dann auch den ganzen Krankenhauskomplex nicht privatisieren. Vielleicht. Ich habe ja da wenig Ahnung davon, aber ich denke mir, ich kann in der Zeit nicht 4.000 oder 6.000 Betten abbauen, wenn in der Geschichte oder in der aktuellen Geschichte die schlimmste Pandemie herrscht, die wir haben. Verstehe ich nicht. Und das Ganze geht ja weiter zurück, und da muss man leider die Schwarzen ganz hart annehmen. Bekannter vor uns, der ist noch zu D-Mark-Zeiten in die Rettungsdienst gefahren
Und hat mir jetzt neulich auch erzählt, selbst da war es schon so, dass man gemerkt hat, dass eigentlich eine Überlastung herrscht und es wird immer weiter abgebaut, weil es ja ein Wirtschaftsgut ist. Und ich denke mir nur, wir zahlen hier in Deutschland Steuern, damit wir einerseits, wir sind ja ein Sozialstaat, dann müssen die Steuern insofern verwendet werden, dass wir gute Krankenhäuser haben, gute Straßen haben. Wenn ich das sehe, dass dann, warte mal, jetzt sehe ich da die Kuh da hinten, dass das halt privatisiert wird und da dann dahin gearbeitet wird, da wird natürlich auf Gewinnmaximierung gearbeitet, halt falsche Kuh, siehst du, vielleicht brauche ich auch Brillen, wieder rübers, dann kann ich das einfach nicht verstehen und auch nicht akzeptieren. Geht halt nicht. Bei uns, wenn ihr beim Eis merkt, wir kommen nicht nach, dann habe ich zu wenig Personal. Ja, was soll ich denn machen? Noch zwei entlassen, damit die anderen zwei noch mehr kotzen oder wie? Oder, ich weiß es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Und ich verstehe nicht, die Politik, schaut euch die aktuellen Regierenden an. Und ich spreche keinen Namen aus, aber es gibt da der Vergleiche, der erste Buchstabe, wie soll ich das umschreiben? Nee, die ersten zwei, ich sag's jetzt nicht, ist wurscht. Die meisten wissen, wo ich her bin und die meisten wissen, in was für einem Bundesland ich lebe. Der kommt gleich nach dem, den wir vor 80 Jahren hatten. Und das finde ich nicht gut. Schaut mal das Blitzen in dem seine Augen an. Der findet es geil, der Typ, dass er an der Macht ist. Ich finde so ein Verhalten immer geil, weil ich bin der Meinung, dass die Politik dem Volke dienen muss und nicht andersrum. Und aktuell tut er sich halt leicht in Angst regieren, weil er in Angst regiert. Und das, da denke ich die Woche schon relativ viel drüber nach. Deswegen bin ich auch recht wenig zum Video machen gekommen, weil es einfach nicht geht. Es geht so nicht. Also, das Schlimme ist, das, was da jetzt abgeht, ist die gezielte Spaltung vom Volk. Und das ist überhaupt nicht diskutabel. Also, vielleicht sollte man. Ich habe schon aktuell keinen Bock mehr, irgendwo in die sozialen Medien zu gehen, weil du nur Pro-Kontra liest. Du hast nichts dazwischen. Und ich würde sagen, 85% denken dazwischen. Nur sagt halt da keiner was. Jo, schwierig. Welche habe ich jetzt gebraucht? 84, oder? Warte, ich muss kurz gucken. Nee, 54. Vielleicht sollte ich mal draußen im Laufhof ein wenig das Licht einschalten. Dass ich mal Kühe besser finde. So, ihr Granaten. Ja, sag mal, ich sehe es nicht echt. Oder ich sehe es vor lauter Gelaber nicht. Das kann auch sein. So, und unsere zwei Gasen sind schon wieder ausbüxt. Ja, wo haben wir es jetzt denn? Ja, was macht denn ihr zwei? Hä? Ihr zwei alten Lumpen? Ja, ihr wisst schon, dass er da nicht raus darf, ne? Und er ist verkackt. Ihr Penners. Frecker Elende. Ne? Ferdinand und Fridolin, ihr Zipfel. Ja, ja. Dann stellen sie schon wieder in den Kamm, weil sie wissen, was nein müssen. Ich wollte ja immer noch mal eine Leli-Rechnung zerlegen, das muss ich auch noch machen. Aber ich komme gerade irgendwie nicht dazu. Gibt so viel Wichtigeres zu tun. So, die müssen wir das Halsbinde rumdrehen. Ich hatte ja heute schon gedacht, ich mache kein Video mehr. Ich weiß bloß nicht, wann es online geht. Wahrscheinlich. Ach, da bist du ja. Och, du musst dich immer in den Scheiß einlegen, ha? Komm. Na gute. Auf geht's. So, geh mal davor.
Auf. Weiter mit dir. Weiter. Ich sag, jetzt will einer du und da ist stecken. Das Problem ist, du musst ja in der... Du sollst ja im Stall immer ein Steckerler dabei haben, damit du dich zur Wehr setzen könntest. Ja, komm, weiter jetzt mit dir. Hopp. Sollte mal eine Kuh auf dich losgehen. So, komm, weiter. 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 Komm. Komm, scheiß auf der Fläche und dann durchnässt der Kompost nicht so arg. Komm, du, dich brauch ich doch gar nicht. Du kannst später zum Melken. Hopp, weiter mit dir. Weiter mit dir. So, wir müssen jetzt echt mal so einen Abzieher bauen, dass wir diese Kanten da wieder reinziehen können. Und dann haben wir da eine relativ ebene Fläche. Das finde ich ziemlich geil. So. So, lassen wir mal durch. Die keinen Respekt. So, dann sagen wir jetzt dem da, das sind zwei Frischkeitskühe drin. Frischkeitskühe. Also zwei Kühe, die halt für Kraft gekalbt haben. Und die melken wir jetzt halt auf einen Schlag weg, weil das sparen wir in Reinigungsmittel. Und dann funzt es recht fix. Muss man einmal zwischenreinigen und dann noch eine Kuh holen. Heute haben wir relativ wenig Kühe zum Holen, das ist echt recht angenehm. Genau, und dann müssen wir schnell Futter machen, dass die anderen was zum Futtern kriegen. Bis gleich! Ach ja, das habe ich euch noch gar nicht berichtet. Wir haben uns ja jetzt ein zweites Lieferfahrzeug geholt. Und da schreibt mir in die Kommentare unten rein, ich brauche noch Namen. Also wir sind so hart an dicke Bertha und... Warte mal, ich habe es aufgeschrieben. Moment, ey, hören wir Sieb. Wilde Hilde. Wilde Hilde. Genau. Schaut euch das an. Seht ihr das da hinten? Die zwei Gasen? Ewige Frecker. Sauwitzig, finde ich sauwitzig, echt. Die werden ja alles verkacken, denn am Hof. Dann wäre es echt geil, die draußen zu lassen, weil dann zappen sie wieder irgendwo raus. Stehen an der rosa Kuh außenrum, die Katze hockt auf dem Tisch. So. Ne? Sehen wir nichts mehr. Dann bis gleich. Das war eigentlich so der Zwischending noch. Also schreibt es mal rein, was ihr für geile Namen hättet. Immer mit einem Attribut davor. Yeah. So, und dann habe ich noch was zu vorhin. Mich treibt es ganz schön um. Was mich aufregt ist, dass einfach Politiker an die Macht kommen. Wir kommen jetzt in eine Generation von Politikern, die noch nie was gearbeitet haben. Außer Politiker sein. Ich will das keinem absprechen, es gibt auch gute, aber was halt, wenn ein Bankkaufmann Gesundheitsminister wird, das, ja, was hat denn der für eine Fachkenntnis? Und ja, dann noch eine Überlegung zu Corona und dann könnt ihr mich da in die Luft zerreißen, das ist mir eigentlich völlig wurscht. Wenn man einen Rinderbestand hat, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Lösung, die politisch korrekt wäre und sich ganz einfach durchsetzen ließe, weil wir haben so viele Milliarden verblasen jetzt schon. Da wird es jetzt auch nichts mehr ausmachen. Wenn ich bei egal welcher Seuche oder egal welcher Krankheit das Erregertier nicht rausfinde, werde ich immer ein Problem haben. Also heißt testen. Wo ist dieses verdammte Problem? Muss man am Schluss vielleicht zugeben, dass der Impfstoff in dem Fall nicht so wirksam ist, wie man sich erhofft hat. Der ist schon entwickelt worden, kein Thema. Aber vielleicht muss man sich manche Sachen noch eingestehen und dann hau ruck, Kurs korrigieren, weiter geht's. Weil sonst ist genau wie der Meister Spahn da sagt, wenn wir alle testen, dann werden wir ja nie fertig. Also was ist denn das für eine Aussage? Diese Aussage zeugt von Dummheit.
oder von sehr gezieltem Aktionismus und sehr profitorientierten Aktionismus. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil sonst waren die Videos wahrscheinlich gesperrt. Genau. Das ist die Überlegung dazu. Vielleicht sollte man manchmal ein bisschen mehr auf die Bauern hören und durchtesten, weil sonst kriege ich das Erreger oder kriege ich den Wirt nicht raus. Insofern, ich muss mal Kühe füttern, sonst wird das Ganze nichts mehr. Also, jetzt bis gleich. Es wird ein Stückel-Video. Stück gut. Bis dann. So, jetzt müssen wir da noch schnell. Pass auf, das ist das Beste wieder. Das iPhone geht ja nicht in der Kommunikation, ja. Und es geht schon gar nicht, wenn ich das Headset noch drin habe und jetzt habe ich es raus. Jetzt ist es so ein Zustand, den es gar nicht ab kann, ja. Da musst du dir schon ans Hirn langen, echt. Jetzt sollten wir halt da und schauen, ob es nicht irgendwann geht. Ich habe einfach keinen Bock, ein zweites Handy irgendwo in der Tasche zu haben, bloß dass das Samsung da rumfliegt. So. Und manchmal könnte ich mich selber ohrfeigen, dass ich versuche, mich ein bisschen zu informieren, was politisch noch passiert, ja. Ich kann es nur beditteln, hakt's noch? Und warum zahle ich in diesem Land Steuern? Ich verstehe es nicht. Wir haben ja jetzt so die schlimmste Pandemie, die wir haben, ja. Das ist das Allerschlimmste. Und in der Zeit kann dieses A-Punkt von Scheuer beziehungsweise sein Ministerium was durchwinken. Und zwar, dass auf den dass alle Fahrzeuge Blaulicht haben, dass da nur noch auf dem Dach das Blau, also zwei Lichter sein dürfen und nicht mal diese normalen, die kreiseln, sondern es müssen spezielle sein. Weil, halt euch fest, die in der Front haben Leute geblendet. Leute, was soll das? Seid ihr bescheuert? Habt ihr den Arsch offen? Lieber Andi Scheuer, wenn du sowas, ich hoffe, dass du es irgendwann mal siehst, du sollst im Straßengraben liegen und dann soll jemand nicht durchkommen, weil so ein davor fährt. Ich weiß nicht, ob ich das rausbieben kann. Wenn der Sangha das Blaulicht einschaltet, dann braucht das. Was soll sowas? Alle Blaulichter müssen jetzt umgerüstet werden. Das kostet auch nichts. Spinnt ihr? Also, alles, was so passiert, diese ganzen Verordnungen, ich bin der Meinung, wir brauchen vielleicht 10% davon, die da irgendwelche was schaffen außenrum und der Rest soll fälligst anfangen, mit diesen Händen zu arbeiten. Einfach nur produktiv zu arbeiten und dann hätten wir ganz, ganz schnell wieder ein Wirtschaftswachstum. Die Leute hätten Geld in der Tasche, weil die, die so unproduktiv arbeiten, die schaffen auch kein Wirtschaftswachstum. Also indirekt vielleicht schon, aber ich sehe es gar nicht ein, was mit den Steuern passiert. Wir sollten uns mal kollektiv zusammenschließen und die Steuerzahlung für beendet erklären. Weil ich glaube, anders kriegst du da oben einfach nicht mit. Es ist einfach nur dumm. Wenn Menschen in Not sind und wir diskutieren drüber, ob ein Blaulicht einen falschen Abstrahlwinkel hat. Die da jetzt diskutieren anfangen können. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und die, die es verabschiedet haben, gleich mit dazu. Ich glaube, ja, egal. Wie auf jeden Fall, ich hoffe, nächste Woche kommen wieder unaufgeregte Videos, aber sowas kann ich einfach nicht stehen lassen und sowas kann ich auch nicht akzeptieren. Und vielleicht sollte sich jeder mal das Grundgesetz bis zum Artikel 20 durchlesen. Dann ist eigentlich schon alles gesagt. Oder? Also, dann noch ein schönes Wochenende. Oh, 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 oh